Leute, hier ist euer GrimLP und es geht weiter mit dem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, wir haben hier im 8. Ne, wartet mal. Nur das ist doch schon der 9. Ja, wir haben im 8. Teil hier hinten bei der Tankstelle, beim Hotel übernachtet. Und ja, ich bin mit der Steuerung vom OMSI gerade so vertraut und jetzt kenne ich mich da irgendwie nicht aus. Neue Aufrüstteile verfügbar. Was haben wir denn da? Bügel, braucht man nicht. Dann 221.000. Welche LKW-Händler haben wir denn schon? Majestic. Genau, ich. Zu viele Stimmen gerade in der Stadt. Na dann. Will ich doch mal zum Majestic-Händler fahren. Für einen eventuellen zweiten Laster. Man kann ja nicht wissen. Weil nachdem wir 221.000 haben, ich muss da abbiegen, möchte ich recht gerne mal einen Angestellten anstellen. Deswegen fahre ich jetzt mal. Und ich möchte ihm recht gerne einen Mercedes geben, weil die billigsten sind. Er hat natürlich geschlossen. Ja, sag ich ja. Was macht man denn dann? Schlafen wir nochmal. Schlafen wir gleich noch? Nö. Nö, da fahren wir vorher einen Auftrag. Ich will doch jetzt nicht gleich nochmal schlafen. Das wäre ja verschwendete Zeit nach Villach. Nach Villach. Nimm mal das. Was ist das? Druckbehälter. Druckbehälter nach Villach. Wo auch immer das ist. Okay, ich weiß schon, wo es ist. Bin ja Österreicher, aber Kärnten. Im Bundesland Kärnten. So, gehen wir mal Gas. Ich habe irgend so eine Entzündung im Mund, die mir wahnsinnig weh tut. Oh, ganz toll. Jetzt haben wir eine rote Ampel überfahren. Das freut mich immer besonders. Nein, aber ich kann deswegen nicht sprechen. Oder ich kann schon sprechen, aber nicht besonders gut. Und ich hoffe, dass diese Entzündung bald vorbeigeht. Weil ich kann ja nicht einfach sagen, ich nehme. Okay. Ich bin viel zu schnell gekommen. Ich bin das so gewohnt von OMSI. Aber dabei ist hier das Fahrverhalten wieder ganz anders wie in OMSI. Ich habe jetzt sehr lange und oft OMSI gespielt und deshalb. Das wird doch mal lustig. Wir sind doch noch nie so einen großen Druckbehälter gefahren. Dann habe ich in die Kommentare geschrieben bekommen. Schon vor längerer Zeit. Oder vor längerer Zeit, vor ein paar Tagen. Mach doch mal eine Playlist. Ist viel kleiner Tipp. Mach doch bitte mal eine Playlist. Oh. Ist viel übersichtlicher. Habe ich mir gedacht. Ups. Das wollte ich eigentlich machen. Hab's aber vergessen. Und wenn ihr euch das schon öfter gedacht habt, bitte nicht böse sein, ich hab's einfach verpennt.
Warte, ich fahr da mal von der Außenansicht durch. Wartet mal. Gut, das wollte ich jetzt eins und dann das Navi wieder an. Genau die falsche Richtung. Weil um sie fährt sich sehr anders, sag ich mal. Wirklich sehr anders. Und deswegen fahre ich jetzt vielleicht ein bisschen schlecht. Nun, wo ich war, ich denke, geblieben bei den Playlists. Genau. Mach doch mal eine Playlist. Und habe ich mir gedacht, ups, das wollte ich eigentlich machen. Hab's aber dann verpennt irgendwie. Und ja, ich habe jetzt Playlists erstellt. Einmal Eurotruck, einmal Omsi und einmal Flightsim. Und ich glaube, so ist es für euch und für mich auch übersichtlicher, weil ich muss ja manchmal die Beschreibung oder was umändern, dann suche ich so ewig lang das Video, ich habe jetzt irgendwas bei die 30 Videos, da kenne ich mich dann selbst nicht mehr aus. Und mit Playlists ist es wirklich übersichtlicher. Muss ich euch recht geben. Und da werdet ihr jetzt eine Playlist im Flightsim, eine Playlist Eurotruck und eine Omsi. Und dann wird eine Landwirt 14 auch noch dazu kommen. Wenn was entgegenkommt, dürfen wir nicht mit Aufblendlicht fahren. Hat man in Verkehrserziehung so gelernt? Ich sitze heute irgendwie so seltsam in meinem Stuhl. Und ich habe schon Genickweh. Ich sitze heute schon 4, 5, 6 Stunden vorm PC und mach nur solche Sachen, die nur Let's Player machen. So wie zum Beispiel Videos bearbeiten, Videos aufnehmen, Videos hochladen, Videos rendern. Dann habe ich heute die Playlists erstellt. Aber ihr bekommt das Video ja an einem anderen Tag zu sehen. Das war auch sehr viel Arbeit, weil ich da gleich 25 Videos auf einmal hinzufügen musste. Und dann hat mein Computer sich aufgehängt. Dann war wieder alles weg. Dann habe ich wieder neu hochfahren müssen. Und so ist das eben. Sehr kompliziert. Jetzt nehme ich gerade das dritte Video für heute auf. Dritte schon wieder. Ich habe heute aufgenommen Omsi, einmal Eurotruck und das ist jetzt schon das zweite Eurotruck. Gib Gummi. Ah ja, genau, ich wollte euch fragen, oder nein, das bringt sich jetzt auch nichts mehr. Wartet mal, heute ist was für ein Tag? Nö, das bringt sich nichts mehr. Weihnachtsspecial wollte ich euch eigentlich fragen, aber ich glaube, dieses Video bekommt ihr erst nach Weihnachten zu sehen. Glaube ich fast. Und dieser LKW, der fährt sich einwandfrei, muss ich sagen. Also wundervoll eigentlich. Wundervoll. Und Omsi, ich möchte ein bisschen über Omsi reden. Omsi ist ein wahnsinnig tolles Spiel, muss ich sagen. Genau. Und was ich auch sagen will, ist, ich habe eine Überraschung für euch. Für die Minecraft-Fans unter euch. Wir starten Minecraft Let's Play. Ja, weil ich auch so viele E-Mails bekommen habe, wo drin standen ist, bitte zock doch endlich mal Minecraft. Und
egal wie schlecht du in dem Spiel bist, wir wollen einfach, dass du Minecraft zockst. Habe ich mir überlegt. Es gibt zwar schon ein paar tausend Let's Plays von Minecraft, aber wenn ihr das so gerne haben wollt, dann mache ich's halt. Bringt ja nichts. Eigentlich wollte ich das ja nicht, aber wenn ich so gerne haben wollt, mache ich's ja eben. Mach ich's halt. Nach meinem Urlaub dann. Wann seht ihr dieses Video? Vor meinem Urlaub noch, ja. Auf jeden Fall. Ihr kriegt dann eh noch ein Info-Video vor die Nase geklatscht. Dass ich im Urlaub bin, aber bis dahin vergeht ja noch ein Weilchen Zeit. Glaube ich halt, wann? Warte, heute ist was für ein Tag? Es ist aus. Heute müsste der 25. Dezember sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also mit heute rechne ich immer voraus, wann ihr das Video zu sehen bekommt. Also ihr solltet das, glaube ich, am 25. Dezember sehen. Und am 28. verschüsse ich mich dann. Für lange 11 Tage. Nö, 10 Tage. Und da werden halt keine Videos kommen, weil ich kann nicht so viele vorher schon hochladen. Und die dann alle freischalten. So viele kann man, glaube ich, gar nicht auf einmal hochladen. Das geht gar nicht. Und bei mir braucht ein Video zwischen 2 und 4 Stunden zum Hochladen. Und das geht nicht, dass ich so viel im Voraus hochlade. Das geht einfach nicht. So, wir fahren noch 31 Minuten nach Villach. Hoffentlich steigen wir dieses Mal ein Level auf. Ich kann es nur sehr hoffen. So, fahren wir mal ein bisschen mit Aufblendlicht. Damit wir mehr sehen. Da fährt ein Auto. Das dürfen wir natürlich nicht in den Spiegel blenden. Ach, da geht die Spur weg. Gerade wollte ich rüberfahren, geht die Spur weg. Na, ganz toll. Nochmal vom Gas runter, auf die Bremse, Blinker. Ach so, da braucht man keinen Blinker setzen. Habe ich auch einen Kommentar bekommen. Weil ich ja im vorigen Video die Frage danach gestellt habe. In dem vorigen Video habe ich ja auch ein sehr ernstes Thema nicht, aber ich habe mit einigen von euch, oder mit einigen nicht, ja, mit ein paar von euch geschimpft, wenn ich das so ausdrücken darf. Dass ihr bitte keine überflüssigen Kommentare abgeben sollt. Scheiße! Gekommen! Wir haben aber wenigstens keinen Schaden genommen. Scheiße. Erster Aufenthalt in Villach. Interessiert mich jetzt auch nicht viel. Dann fahre ich die da vorne auch noch drauf. Nein, und da habe ich halt das Thema angesprochen. Bitte keine überflüssigen Kommentare. Und ich glaube, das sollte jetzt auch, dieses Thema sollte jetzt auch ein für alle Mal abgehakt sein. Und ihr kommt nie mehr auf die Idee, mir Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, was hat einer letztens gefragt? Ich will die Namen von der Person nicht sagen. Einer hat letztens gesagt, hast du ein Mikrofon? So, da frage ich mich. Aber das Thema habe ich ja eh schon vorher abgehakt. Ich wollte nur sagen, dass einmal mal gefragt hat, hast du ein Mikrofon?
und solche Fragen kommen da. Aber ich bin nicht böse auf diejenigen. Ich will nur sagen, dass das nicht nötig ist. Weil ich glaube, diese Frage klärt sich doch wirklich von selbst. Aber ich bin nicht böse, ihr braucht keine Angst haben, ihr braucht mich auch nicht disliken. Ihr braucht mich auch nicht deabonnieren, falls ihr mich abonniert habt. Ich will das nur gesagt haben, dass sowas wirklich nicht sein muss. Ich schreibe da auch zurück auf solche Kommentare. Also wird's der schon selber wissen. So, wir haben abgeliefert, ausgezeichnet. Kriegen 5000 Euro und steigen hoffentlich ein Level auf. Natürlich, wir sind jetzt Level 5 Enthusiast. Das ist doch was Tolles. Und ich muss mal mein Headset runterdrehen, die Lautstärke, weil die Musik ist mir doch etwas zu laut. So, wir sind jetzt Enthusiast. Was machen wir denn? Ein Pferdenfahrten. Können wir doch machen. Genau, ein Fernfahrten können wir doch machen. So, was machen wir jetzt? Erstmal aufs Navi schauen, okay. Ja, zuerst will ich mal das da hinten erforschen. Geht sich das aus? Natürlich geht sich das aus, aber sehr knapp geht sich das aus, aber es geht sich aus. Und das ist doch schon mal etwas. Was haben wir hier für einen Händler? Da bin ich schon gespannt, weil es sind ja zwei Fragezeichen, das heißt, es muss einen Händler geben. Da ist die Ampel rot. Rot, die Farbe der Warnung. Bitte, liebe Ampel, werd doch grün, werd doch grün. Dankeschön, liebe Ampel. Wisst ihr, mein selbst erfundenes Ampelbeschwörungslied hilft bei jeder Ampel. So, da ist ein Jobcenter, das habe ich schon gesehen. Genau. Dann drehen wir da gleich mal um. Aber mitten auf der Straße. Ich glaube, das fällt mir auf. Einmal ist dieses Zeichen da rot und einmal ist es gelb. Ich glaube, es ist dann rot, wenn es geöffnet hat und wenn es geschlossen hat. So ist das. Und dann will ich dann nochmal schauen, was hier in Villach für ein Händler ist. Glaube ich halt, dass es ein Händler ist. Ein Iveco-Händler. Ach, aber nur ein kleiner. Ist ja niedlich. Kann man hier rauffahren? Nö. Kann man nicht, oder? Nö. Kann man nicht. Der LKW-Händler hat geschlossen. Ja, ganz toll. Weil anfangs habe ich meinen Angestellten immer Iveco gekauft. Aber ich bin dann auf Mercedes umgestiegen, weil Mercedes 20 PS mehr hat. Und um 2000 weniger kostet und somit wirtschaftlicher ist. Und ich überlege gerade, nehmen wir doch noch einen Auftrag an. Von Villach nach Venedig. Waren wir schon mal in Venedig? Ach, die gehen alle nach Venedig. Nur die über eine andere Straße. Aber wenn der am meisten bezahlt bekommt, dass die weiteste Strecke ist. Werden wir doch die nehmen. Aber fahren tun wir sie dann im nächsten Teil. Wieder beim Euro Truck Simulator 2. Ich nehme noch an und kuppel an.
Und dann werde ich mal den Part beenden, weil er ja eh schon wieder lang genug ist. Mit lang genug meine ich, er dauert schon wieder 20 Minuten. Und das reicht doch völlig. Für was blinke ich eigentlich, wenn kein einziges Schwein um 3.16 Uhr unterwegs ist? Für was blinke ich? Wieder von Spar? Ich habe die Bremsstärke heruntergedreht. Eingabe! 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 So, von Spar nach Daxa. Auftrag annehmen. Natürlich einen Gang einlegen. Wir haben niedrigen Bremsdruck. Das schert mich jetzt aber genauso viel wie das in meiner Wohnung gerade eine Ameise ihr Geschäft gemacht hat. Ja, natürlich hat in meiner Wohnung. Natürlich gibt es in meiner Wohnung keine Ameisen, aber genauso wenig interessiert mich das. Und dann fahre ich noch bis zur Ausfahrt vor. Was transportiert man denn hier? Nicht um Gottes Willen. Ich sage jetzt mal was anderes wie... Oh nein! Und? Bremsen! Wir bremsen. Leg eine Bremse rein. Mach ein Licht aus. Mach ein Motor aus. Du noch ein bisschen lenken. Und sagen... Baba! Euer Grimmel LP!